Hallo und herzlich willkommen hier auf WHD. Ich zeige euch heute, wie ihr so eine Geschenkbox selber machen könnt. Diese jetzt für 1,95 von Nanunana. Allerdings wollen wir ja sowas ähnliches selber machen und ein bisschen günstiger. Und zwar brauchen wir dazu Geschenkpapier. Das kriegt man schon teilweise bei Kaufland für 69 Cent. Bastelkleber und eine Schere haben die meisten zu Hause. Einen Stift und einen Schuhkarton. Den Schuhkarton bekommt ihr im Schuhladen, dann müsst ihr einfach nur fragen. So, jetzt rollen wir das Geschenkpapier aus. Nehmen erstmal den Deckel. Und zwar legen wir den Deckel auf die Rückseite und zeichnen den Deckel vom Karton. Mit all seinen Seiten, die Mitte, die Kante, diese Kante hier, dann diese Kante und die gegenüberliegende Kante. Und dann habe ich überall noch so schräge Aussparungen gemacht, da das am Ende überlappt wird und zusammengeklebt wird. Und dasselbe machen wir jetzt nicht nur mit dem Deckel, sondern auch mit dem restlichen Karton, bevor wir das Ganze dann am Ende ausschneiden werden. Ich habe jetzt mit der Schere das Ganze ausgeschnitten. So sieht das dann aus. Die Kanten außen, also die Vierecke, lasse ich da. Sieht dann besser aus, als wenn dann zwei offene Stellen an der Kante sind. Jetzt nehmen wir unser Blatt Papier und falzen das Ganze an den Linien, an den gestrichelten. Am besten so rum, da sieht man das besser. Jetzt können wir das Ganze wieder umdrehen. Nochmal in die andere Richtung falzen. Jetzt nehmen wir unseren Karton, legen ihn in die Mitte. Schlagen das Geschenkpapier um, so sieht das aus, und kleben das innen fest. Einfach überall rechts und links einen Klebestreifen. Jetzt kommen wir zu den Außenseiten. Da müsst ihr das nach oben drücken und wo das gestrichelt ist, hier schräg das Dreieck einmal falzen und auf der anderen Seite auch das Dreieck falzen. Und dann können wir das hier auch umschlagen und wieder mit Klebestreifen befestigen. Falz diese überstehenden Schnipsel nach innen, also zu den kleineren Seiten, und fixiere das hier auch mit Klebestreifen. Und fertig ist unser Deckel. Und dasselbe machen wir jetzt mit dem Schuhkarton. Jetzt können wir den Deckel drauf machen und schon haben wir einen schönen Geschenkkarton, den wir immer wieder verwenden können. Wer jetzt noch Lust hat, das Ganze zu dekorieren, bleibt dran. Denn ich zeige euch, wie ihr so einen kleinen Gutschein einwickeln könnt. Ihr könnt auch die Schleife und den Geldschein auf das Geschenk schräg drauf machen ohne dieses kleine Paket. Bleibt einfach dran. Stellt euch einfach vor, das wäre der Gutschein. Und das muss ungefähr so breit sein, dass es einmal komplett drumherum passt, ohne dass man den Gutschein noch sieht. Und ungefähr ein bisschen weniger als dreimal so lang. Jetzt platzieren wir das ungefähr mittig und umschließen das mit Geschenkpapier. Und fixieren das Ganze rechts und links einfach mit Klebestreifen. Das ist dann am Ende die Rückseite. Den Rest ziehen wir hier unten glatt, also falzen. Und knicken das auf die Seite der Öffnung, also nicht andersrum, sondern dort, wo die Öffnung ist, da das unschön ist und nachher dann verschwinden soll optisch. Einmal nach rechts und dann nochmal das Ganze nach links oder umgedreht. Und dann klappen wir das noch nach innen. Und das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Also wieder hier am Rand falzen, dort falzen, einmal zur anderen Seite klappen und dann wieder in die Gegenrichtung. Wieder glatt falzen, dann nach innen umschlagen, hier auch nach innen umschlagen. Und hier machen wir Klebestreifen drüber. Das ist dann die Rückseite und die Vorderseite. Dort, wo die Ente gerade nach unten fliegt, nehmen wir 5 verschiedene Geschenkbänder und schneiden überall 2 bis 3 Stückchen ab. Ungefähr so lang, wie das Geschenk selber ist. Muss nicht genau sein. Zeige euch gleich, was ich damit machen werde. So sieht das Bündel jetzt aus, was ich gemacht habe. Das halte ich ungefähr in der Mitte zusammen. Da habe ich jetzt von jeder Farbe ungefähr 2, 3 Bänder gemacht. Und diese Bänder tue ich jetzt mit einem weiteren Band zusammenknoten. Machen Doppelknoten, damit das Ganze auch ein bisschen hält. Und jetzt nehme ich das und fahre jetzt bei jedem Streifen mit der Schere so lang, mit der scharfen Kante. Dann entstehen so kleine Schleifchen, so Locken.
So, jetzt haben wir unser Geschenk. Haben auf einer Seite die Löckchen, auf der anderen Seite können wir auch Löckchen machen oder einfach nur so lassen. Und jetzt können wir das Ganze hier auflegen. Entweder könnt ihr einen Klebestreifen drüber machen oder doppelseitiges nehmen. Oder ihr könnt auch normalen Tesafilm nehmen und dann so eine kleine Rolle machen. Und dann tun wir auf der Rückseite die Rolle machen. Und dann haben wir so einen ähnlichen Effekt wie doppelseitiges Klebeband. Und schon ist unser Geschenk fertig. So könnt ihr den Gutschein schön verschenken. Und wenn ihr jetzt euch beim Gutschein nicht sicher seid oder halt Kinder, Enkel habt oder jemanden Geld schenken möchtet, dann könnt ihr den Gutschein verpacken und dann könnt ihr noch mit Geld eine Blume machen, noch dazu stecken dort hier, wo die Schleife ist. Ich zeige euch noch schnell an dem 5-Euro-Schein, wie ihr ganz schick und ganz einfach eine Geldblume machen könnt. Ihr knickt den ungefähr bei 1 cm und faltet den wieder zurück auf die andere Seite. Dann knickt ihr den wieder so rum und macht so eine Art Ziehharmonika. So sieht das Ganze am Ende aus. Das könnt ihr jetzt nochmal in der Mitte knicken. Und dann habt ihr praktisch wie so eine halbe Geldblume. Ihr könnt auch das ein bisschen kleiner machen, also einen halben Zentimeter. Dann könnt ihr auch eine schöne ganze Blume machen. Allerdings reicht das. Das wollen wir jetzt so aufs Geschenk kleben. Dann nehmen wir wieder Tesafilm, rollen das ein bisschen, machen davon 3 Rollchen. Ein Rollchen, damit der Schein oben klebt. Und 2 Rollchen, damit er hier rechts und links unten klebt. Und das nicht zu einer Seite dann wieder nach oben springt. Jetzt nehmen wir wieder unser Geschenk. Und kleben das am besten über diesen Knotenpunkt. Da ist der Knoten gleich verdeckt. Und schon habt ihr ein wunderschönes kleines Gutscheingeschenk mit ein bisschen Kleingeld. So sieht das Ganze dann am Ende aus. Schau euer Locke von IHD. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Oder verbreitet und liked dieses Video. Ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook und Twitter besuchen. Und schaut auf unserem Blog vorbei, ihd.com. Bis bald!